Guck mal, jetzt habe ich den mal den Springfield-Skin dabei. Cool. Bin mal gespannt, ob ich den echt dauerhaft habe. Aha. Ja, vor allen Dingen, wie geht das? Hast du den dann eigentlich in deinem... Tja. Also ich muss das Spiel neu starten und dann habe ich eine Nachricht bekommen. Neue Belohnung. Und dann hatte ich den ja im Inventar. Ja, aber wo liegt das Skin? Ja, das frage ich mich auch, weil die Skins, die Drops sind, die werden ja im Laden oder unter Legendär, werden die nicht angezeigt. Aha. Das finde ich ein bisschen komisch. Scheiß die Wand an. Irgendwo da vorne. Jetzt kommen ja auch noch die scheiß Bienen, Alter. Ja, muss die Hive killen. Wollte ich ja gerade. Alter, sind die von Scuppa Lake schon hier rüber oder was? Es geht doch gar nicht. Wie schnell sind denn die, Alter? Ja. Das geht doch nicht. Nee, die sind da vorne gespawnt. Da ist ja auch noch ein Spawn dahin. Fuck! Scheiße, Alter. Digga. Der war in der Kapelle schon drin. Ich hab mich auf einmal gewundert. So, scheiße, kommt der um die Ecke da. Alter, das ist ein richtiger Frischling. Ehrlich, woher willst du das? Hat noch nicht mal Prestige gemacht. Na gut, das hat ja nichts zu sagen. Ja, aber auch für den Kills, der hat erst 129 Leute gekillt. Double Conversion hat er. 130 mit dir. Ja. Unheimliche Schwester hat er. Oh, da war gerade eine andere, die hier lief. Alter, was ein Wichser. Wollen die auch die Fackel nicht an? Ja. Da ist die Hive links von dir jetzt. Mhm. Ja, der hat da gerade einen Blitzbomb hingeworfen. Dieser liegst du drin? Ja. Direkt in der Tür. Sehr schön. Ey, ich hab nicht mal 50 HP. Ja, ich hab's gesehen. Muss erstmal wieder voll werden. Ich habe bis jetzt auch nur den einen gesehen. Nee, da rannte nach vorne noch eine andere. Okay. Das war auch so ein No-Skin, also so. Fackeln den direkt an, ja. Ich werfe hier mal ein paar Köder rum. Depp was. So. Sehr schön. Da haben wir die Ja.
Hey, was ich nicht verstehe, ich habe die Stolperdraht-Fallen schon freigespielt. Ja. Aber die normalen Stolperfallen habe ich noch nicht. Hm. Komisch. Spreng mal von dem Fettsack weg. Ja. Hast du mir jetzt auch nicht zugeguckt? Ja. Wie ich einen Header verpasst habe. Mhm. Das war echt sehr, sehr schön. Mhm. Hat mich schon gefragt, dass er beim ersten mit der Sparks nicht gleich umgekippt ist. Warte, meinst du jetzt den ersten Typ? Nee, jetzt den zweiten. Den habe ich eigentlich auch bloß von oben so ab Hals gesehen, irgendwie, sag ich mal. Und hast du mit der Sparks einen Header Markt gekriegt? Ja. Okay. Ja, dann war der fast tot. Dann brauchst du denn nur noch den Finisher. Ah, der Finisher war ein Headshot. Da kam jetzt die ganze Wut raus. Ja, zu Recht. Doch ja schon wieder so ein Fettsackstampf. Na, hier waren schon welche. Na, jetzt müssen wir zu Alice fahren. Hä? Er lebt noch? Hast du schon wieder Miet auf ihn geworfen? Ja. Ein kleines. Ja, vielleicht schon zu weit weg. Ich hab's ihm doch vor die Füße geworfen. Hast du jetzt noch mit auf ihn geschossen? Ja, aber dann war der schon cool. Hm? Also Alice Farm. Ja. So, der braucht mitlachen. Ich glaube, bei den Docks sind welche. Ein paar. Mhm. Ich habe es im YouTube-Video gesehen. Es gibt hier in Deutschland einige so Lost Places. Aha. Also so verlassene Grundstücke, ja. Und Häuser. Da habe ich von einem was gesehen. Der ist mit seinem Freund auf so ein riesengroßes, altes Industriegebiet gegangen. Und dann sind sie da so ein bisschen durchgelaufen. Und die haben sich auch, die sind da nachts drauf gegangen. Mhm. Hatten auch so eine kleine Wärmebildkamera dabei. Und haben dann halt, da waren immer recht große Hallen, wo auch viel Schutt und sowas lag. Dann sind sie durch eine durchgegangen. Waren schon auf der anderen Seite. Und dann hat er mit der Wärmebildkamera nochmal so durchgeschwenkt. Dann hat er gesagt, hey, mach mal das Licht aus von der Taschenlampe. Da vorne ist wieder so ein warmer Punkt, als ob da jemand wäre. Aha. Und dann haben sie halt so durch die Wärmebildkamera beobachtet. Und dann ist da echt einer rumgelaufen. Und der kam dann auch immer näher zu dem. Und das Krasse war, der Typ ist einfach ohne Taschenlampe da rumgelaufen. Einfach im Dunkeln darum. Die haben den halt auf der Wärmebildkamera als gesehen. Und irgendwann war der so nah bei dem, da hat er wahrscheinlich von der Wärmebildkamera und auch von der Videokamera das Licht vom Display, scheint dir ja auch ins Gesicht, ist ja dann auch eine kleine Lichtquelle. Dann hat er das anscheinend gesehen und dann haben sie gesehen, wie der Typ sich bückt. Dann haben die schon fast so gezuckt und auf einmal wirft er was nach denen und dann sind sie aufgesprungen und weggerannt.
Und der hat dann irgendwas noch hinterher gebrüllt. Also haben sie dann später gesagt, also ey, halt was, ohne Wärmebildkamera hätten wir den gar nicht mitgekriegt. Alter, was macht der am Dunkeln dort? Ja, vor allem, das war auch, die sind sich sicher, das war kein Sicherheitstyp. Ja. Weil ein Sicherheitstyp hätte dann spätestens, als er geahnt hätte, okay, die sitzen da, hätte er dann mit der Taschenlampe die angeleuchtet und gesagt, hey, ihr seid hier auf Privatgrundstück, was macht ihr hier? Aber der ist dann auch so ein bisschen da rumgewankt. Die haben gemeint, entweder ein Obdachloser oder irgendein komischer Typ, der da nachts sein Unwesen treibt. Total verrückt, haben sie gemeint, das war bis jetzt das krasseste Erlebnis. Haben sie gesagt, machen wir erstmal Pause von sowas. Das ist schon krass. Ja. Und ein anderes Mal sind sie nachts durch den Wald gelaufen, da haben sie auf einmal ein Zelt gefunden, haben das Zelt beobachtet. Und so 10 Minuten später kommt einfach einer aus dem Zelt, geht so 20, 30 Meter weit weg, pinkelt und kackt erstmal. Und dann haben sie den immer noch beobachtet. Dann musste der eine von den beiden sich ganz leicht bewegen. Hm? Und genau in dem Moment knackt ein Ast bei denen. Und der Typ, Hose nach unten, stellt sich auf, guckt sich um und sagt so, hey, wer ist da? Haben sie da einfach nachts einen beim Kacken erwischt. Was denn, da stellt sich hin, Binne baumelt? Ja genau, und guckt sich erstmal um so, hä, was war das? War das ein Tier? Dann sind sie auch abgehauen. Alter, was für ein Erlebnis das sein muss. Ja. Dabei ist der Boss schon tot. Ja. Fuck, da ist ein Fettsack, Scheiße. Der Boss ist schon tot, aber. Ja. Aber hier ist keiner. Fuck. Ob das die sind, die jetzt darüber gegangen sind? Ich bring mal den Fettsack da in den Griff. Boah, weißt du, dass er keiner ist? Nein. Ich meinte, ob die Typen, die den Boss hier gemacht haben, rübergegangen sind. Ne, die können auch noch hier sein. Ja. Die sitzen drin und warten, dass wir uns ans harten Arsch reinschieben. Mhm. So wie ich jetzt. Toll. Nicht mit meinen 50 AP. Warte, ich werfe mal einen Blick. Oh, ich habe gerade was gehört hier oben. Okay. Da oben ist safe jemand. Ja, ich glaube, ich habe auch gerade die Waffe da gesehen. Oben rechts. Da ist eine Falle. Direkt vor dir. Oben links sitzt auch einer. Scheiße, ich sehe nichts. Oh! Mist. Ist wieder runtergefallen, ja. Mhm, weil ich habe mich selber geblendet. Also einer links und einer rechts. Ich gehe mal hinten rein. Einer steppt gerade. Einer hat einen Hit oben links, direkt über dir. Okay.
Hast du vorne Tor aufgemacht? Nee, zu. Okay. Ist immer noch da oben. Einen habe ich. Welchen? Den linken? Ja. Ne, hier, der hier oben war. Ja, aber direkt bei ihm. Da, wo du den abgeknallt hast, sieht das selbst. Der hat den, glaube ich, gerade aufgehoben. Ich habe da so Heilung oder sowas gehört. Einer ist direkt über mir. Direkt über mir einer und bei dir ist der andere wieder. Alter. Bist du drin? Ja. Okay. Der andere ist tot. Also bei dir ist safe. Nur noch auf der rechten Seite. Oh, und? Fuck. Scheiße. Draußen sind auch noch welche jetzt. Scheiße, Mann. Scheiß Stacheldraht. Mist. Messerkampf. Das nächste Mal musst du Bescheid sagen, wenn du reingehst, damit ich mitkommen kann. Ich hab doch gerade geguckt. Da ist er drin. Kannst du dich alleine lassen. Mit 50 HP. Ich hab gedacht, du bist schon drin. Ja, ich war und bin dann wieder raus, weil mir irgendeiner einen auf den Pelz gebrannt hat.